Weniger als einen Monat vor der Bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober befinden sich die Freien Wähler weiterhin im Umfragehoch. Laut dem Bayerischen Rundfunk geben die Partei trotz der Flugblattaffäre ihres Vorsitzenden Hubert Aiwanger auf 17% Zustimmung. Im Vergleich zur letzten Umfrage sind das 5 Prozentpunkte mehr. Die CSU unter Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder hingegen verliert deutlich, schneidet mit nur 36% etwa 3 Punkte schwächer ab. Trotzdem befürworten rund 51% der Bayern weiterhin die Koalition aus CSU und Freien Wählern. Die Grünen liegen bei 15%, die AfD bei 13%, die SPD bei 9% und die FDP nur noch bei 3% und wäre damit nicht mehr im Landtag vertreten. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.